Hallo liebe Freunde von Wind und Wellen und herzlich willkommen zu Fischsuppes Reisen 2021. Treue Abonnenten wissen das natürlich, dass dieses wunderschöne Stück Seefahrtgeschichte hier eine Halberg Rassi 31 Monsun, die Segeljacht Fischsuppe ist. Und ich werde in den nächsten 5 Wochen hier Urlaub machen und ich befinde mich aktuell in Niebe am Limfjord. Wer Fischsuppes Reisen 2020 verfolgt hat, der weiß vielleicht, dass ich vor ziemlich genau einem Jahr schon mal in einer ganz ähnlichen Position und auch in genau diesem Ort, tatsächlich sogar auch an genau dieser Steganlage hier war und damals, also vor einem Jahr, quasi damals meine Fahrt in den Limfjord abgebrochen habe und wieder zurückgefahren bin zum Kattegat, und das soll mir dieses Jahr nicht passieren. Anfahrt haben wir im Großen und Ganzen genauso organisiert wie letztes Jahr. Also mein Miteigner Klaus hat seinen Urlaub hier auf der Fischsuppe verbracht und das Boot durch die dänische Inselwelt und durch den Kattegat, und er war auch ein paar Wochen drüben in Schweden, gesegelt. Und wir haben uns letzten Endes vor 3 Tagen in Aalborg am Limfjord getroffen. Da bin ich hingefahren. Ich hatte noch eine Bekannte von ihm mit dabei. Wir haben uns dann in Aalborg getroffen und es war leider quasi durchweg Regen und auch relativ starker Wind, sodass wir einen ganzen Tag in Aalborg erstmal verbracht haben. Nichtsdestotrotz sind wir dann aufgebrochen und haben im Übrigen genau wie letztes Jahr dann von Aalborg die Strecke nach Niebe zurückgelegt. Tja, jetzt bin ich jedenfalls in Niebe und auch das ist dieses Jahr etwas anders. Ich erwarte tatsächlich Gäste, also in 20 Minuten wird Stefan, den ihr vielleicht aus einigen Fischsuppe gebastelt Videos schon kennt, und seine Freundin und werden hier eine Woche mit mir an Bord verbringen. Und dieses Jahr ist es nach wie vor, so wie letztes Jahr auch, mein grimmiges Ziel, es irgendwie in den schönen Teil des Limfjord, also eher so den westlichen Teil des Limfjords, zu schaffen. Die vorläufige Wettervorhersage besagt, dass das zumindest einen Tag nochmal übles Motoren gegen Windstärke 5 bedeutet, aber naja, dieses Jahr bin ich vielleicht eher geneigt, das dann noch durchzuziehen. Und nun ja, wir werden sehen, was daraus wird, und ihr seid immer mit dabei.
die Brücke in Aggersund. Der Brückenanker, die gleichen Signale wie bei der Oddesundbrücke. Seite 84. Oddesundbrücke. Ein Licht. Die gleichen Signale wie bei der Tötterö-Brücke, genau. Ein Licht zu, zwei Licht Schiffe aus Osten, drei Lichter Schiffe aus Westen. Ich sehe gar kein Licht. Man sieht gar kein Licht. Aber es steht hier nicht, dass es da gar kein Licht. Gar kein Lichtbrücke geschlossen. Tja, hilft nur eins. Doch ein rotes Licht, das blinkt. Was heißt denn das? Flash bedeutet, Öffnung wird vorbereitet. Aha. Na dann, Table on the Table, ab dahin. Ja, liebe Freunde von Wind und Wellen, ihr hört vielleicht im Hintergrund so ein bisschen den Motor summen und in gewisser Weise ist das symptomatisch für die letzten Tage, die wir hier an Bord verlebt haben. Also in Niebe haben mich ein Freund und eine Freundin von mir besucht, Stefan und Nicole, die mich dann so eine knappe Woche begleitet haben und aus irgendwelchen Schicksalen haben wir in dieser Woche gerade mal 2 Stunden Segeln zustande gebracht. Also wir sind unter Motor von Niebe nach Löxtör gefahren. Das ist ein relativ enges Fahrwasser und der Wind stand uns genau auf der Nase. Wir konnten zwar ein paar Mal die Genua rausziehen, aber im Großen und Ganzen mussten wir die Strecke im Prinzip wie so eine Kanalfahrt motoren. Wir waren dann in Löxtör 2 Tage eingeweht. Es hat wirklich gepustet wie nichts Gutes. Ich werde euch natürlich noch ein paar Bilder und Impressionen gleich zeigen. Von Löxtör wiederum, als es etwas beruhigt hat, sind wir die sehr kurze Überfahrt nach Livö. Das ist eine kleine romantische Insel. Mein Reiseführer sagt, es ist die schönste Insel im Limfjord, deswegen haben wir die quasi gleich am Anfang angeguckt. Und Livö ist tatsächlich wunderschön. Und die Tatsache, dass wir all diese Tage sehr, sehr wenig gesegelt sind, ist der Grund, warum es jetzt hauptsächlich Bilder von Landschaften und auffällig wenig Bilder von Segelmanöver oder segelbezogenen Dingen gibt. Aber die Landschaft ist wirklich großartig und ich glaube, man kann sich das gut angucken. Thank you.
Fighter schlechthin. Das ist meine, das ist Karl the Crab. Das ist Ayrton Senna. Ayrton Senna, ja. Da kannst du nichts gegen sagen. Oh, guck mal, die Dicke da. Die schnappt bei uns noch. So, Ayrton Senna macht nochmal Boxenstopp mit Fahrerwechsel. So, jetzt musst du dir aber einen neuen Namen ausdenken. Speedy Gonzales. Das ist die Burner-Krabbe. Was sagt ihr? Du sparst mir allen Abwasch heute. Hebschnepp, Hebschnepp. Ja. Das Eis ist dir quasi schon sicher. Also ich würde sagen, auf Bahn 1. Karl the Racer Crab. Komm, Karl, Hebschnepp rein mit dir. Auf Bahn 2. Speedy Gonzales. Zauberhaft. So, und auf Bahn 3. Bärbel the Fighter Crab. Bärbel ist schon heiß. Bärbel ist heiß. Die anderen beiden sind mehr so die Ruhe vor dem Start. Auf die Plätze. Fertig. Und fight. Die mussten ja nicht so viel laufen, ne? Krabbe muss Eis ausgeben. Wegen mangelnder Fallfähigkeit. Thank you.
So, Segeln ist ja auch immer ein bisschen Gezangel und Gebastel. Okay, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Und zwar hat sich das Mastprofil, also das Vorstagprofil, um das man die, das Vorsegel eigentlich rumwickelt, hat sich leider im oberen Bereich irgendwie gelöst und ist auseinandergerutscht. Und das führt dazu, dass jetzt der Mast, der Rutscher, der hoch und runter geht, der quasi das Fall dreht, dass der nicht mehr runterkommt. Und das heißt, ich kann jetzt das Vorsegel nicht mehr runternehmen. Und das Ganze gibt mir jetzt so eine kleine Aufgabe. Jetzt muss ich nämlich irgendwie jemanden finden, der mir hilft, in den Mast zu kommen oder der für mich in den Mast geht, wie auch immer. Aber ich glaube, Skive ist da vielleicht gar keine schlechte Adresse. Naja, also die Aufgabe ist jetzt erstmal vorbei. Es ist deswegen eigentlich ein bisschen seglerisch ein bisschen scheiße, weil heute nicht so viel Wind ist und die Fock jetzt ein bisschen klein sein wird. Na, wir schauen mal, wie wir vorankommen, ne?